Die Schüler der Ludwig-Erhard-Schule haben sehr viele Facetten und unsere BK-Klasse hat ein Projekt gemacht, das wir sehr bemerkenswert finden und Ihnen zeigen möchten. Die Klasse BK1D hat zum Abschluss des letzten Schuljahres sich mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auseinandergesetzt und dies ist das Ergebnis. Guten Morgen. Wir, die Klasse BK1D, haben für Sie zum Abschluss des Jahres ein Projekt vorbereitet zum Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Angeregt haben uns die verschiedenen Kulturen, die unsere Klasse widerspiegelt. Im vergangenen Jahr haben wir dadurch viele Erfahrungen gesammelt und dies auf positive als auch auf negative Weise. Zwar war es nicht immer einfach, die verschiedenen Charaktere, Ansichten und Meinungen zu teilen und zu akzeptieren, jedoch war es für uns alle eine positive Erfahrung, die wir nun auf unserem weiteren Lebensweg mitnehmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer Präsentation und hoffen, dass es Ihnen gefällt und wir Ihnen das Thema damit näher bringen können. Viel Spaß! Egal ob schwarz oder weiß, ob klein oder groß, ob Deutscher oder Ausländer. Im Grunde genommen sind wir alle gleich. Die Hautfarbe ist egal, denn nur der Mensch zählt. Egal ob deutsch oder türkisch. Verrückt sind sie alle. Kartoffel, ich bin Sina. Und ich bin keine Kalakin, ich bin Lab. Der Herkunft hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Wir können zusammen Spaß haben und in verschiedenen Sprachen lachen. Es war zwar nicht immer leicht, aber wir konnten trotzdem immer lachen. In verschiedenen Kulturen können gute Freundschaften entstehen. Egal wie oft wir uns streiten, im Endeffekt halten wir immer zusammen. Egal ob hell, dunkel oder gelb, we never walk alone. Kulturelle Unterschiede interessieren uns nicht. Was im Endeffekt zählt, sind die Freundschaften. Egal wie man aussieht, nur der Charakter zählt. Außen hart, innen weich. Nun sind wir am Ende an unserer Präsentation. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.